hier von Gebhardt. Unser Totem. Der Gebhardt. Der hat die tolle Tricks gelernt auch. Wenn die Tasche interessiert mich. Ungefähr. So. Ich habe ja von der Gebhardt-Kultur auch ein schönes Parkettdiele. Abgegeben. Also Gänseflug. So. Man sagt ja ganze dann bei Huangdi und ich habe da eine komplizierte sinologische Abhandlung geschrieben und das absolut nicht gepasst mit diesem ganze dann, sondern gemeint ist, der Schwerträger findet seine Einheit nicht und wartet auf den Berg oder auf den Hügel. Ist er sehr langlebig, wartet er auf, muss sinologisch unterscheiden, ob er auf den Hügel oder auf den Berg wartet. Auf den Hügel hat er noch Hoffnung, dass seine Einheit erscheint. Ist eine Fabel von Schwarz und Weiß in der Klinge. Ganze dann jedoch ist ein holsteinischer Begriff, heißt sie mit der Dame tanzen. Mehrere Herren tanzen mit mehreren Damen. Da war in der Tang-Dynastie das Gebot, möchte der Kaiser nicht mehr, möchte das nur die Damen tanzen. So sind wir nicht ganz mitgekommen, das ist schon sehr lange her. Dann war wieder der chinesische Kaiser der Weltenchef. Danach. Aber da ging es nicht mehr darum. Und dann irgendwann kam, als Heita und Sumeru sich behauptet haben, und die ganze Geschichte, die wird ja jetzt von den Christen verleugnet, die finden ja nur ihre Archäologie. Und als die Türken sich ausgebreitet haben, da war dann Thema wieder Yanzidan. So. Und da ist jetzt die Frage der Hoffnung oder Hoffnungsventil oder Ventilhoffnung oder ein sogenanntes Hoffnungsventil wäre dann ja Janze dann. Also kriegen wir Holsteiner irgendwie recht vor dem ältesten Kaiser und dürfen dann. So, und da möchten wir dann mitreden von, der Japaner hat gesagt, das ist ja toll mit den Formen, hier fange ich an und da höre ich auf und dann gehe ich einfach so irgendwo hin. Dann ist die Asgard-Ordnung also vom Inneren beständig über den Wolken. Ja, muss der Japaner sich mit abfinden, trotzdem darf der Japaner dann sagen, nee, ich möchte lieber ein ordentliches Schema, ein ordentliches Muster, was so tradiert wird. Und da haben wir auch so in Tiangedao und so ein Sport, wo ist da der Begründer drin? Von Tiangedao, der auch heimlich sehr umstritten ist, ist eine Formgestaltung kreiert, die über ordentliche Anrede sich eben über Hehl nach Asgard erheben soll, um das Midgard auch richtig zu speisen und zu lenken. Über ja, sagen Wohltun, Irrtum und gar nicht mehr. Ne? So gehen ja die sieben Sterne des Shin-Budi, des Odin. Ne? War ja unser höchster. Nach Wotan kam ja Odin und hat Wotan dann gesagt, ey Odin, du kannst das irgendwie besser als ich, lass dich mal bitte da auf den Hauptsitz. Hat er dann auch gemacht. Wahrscheinlich war er faulgut auch, das kann sein. So, wir haben ja jetzt Tiangedao für unseren Sport eine Methode aus einer Figur. Und Tiangedao heißt ja, eine Figur soll in diese Figur reinpassen. So,
Und wir haben jetzt auch kennengelernt, eine Methode, wie man aus einer Figur ein Thema abhandelt, eine Form macht, die jetzt doch wieder sich mehr im Chinesischen angleicht als im Japanischen. Ich mach das mal vor. Also wir waren Gepard, ne? So, das ist die Grundfigur. Jetzt fange ich an. Kan. Sei. Wang. Si. Dan. Yen. Xiao. Bei. Schwamm. Kahn. Kahn. Kinn. Sie. Giao. Die. Mai. Sie. Hi. Hey. King. Hi. Zai Feng Qi Ge Pao Di Ich hab ganz schön Fantasie, ne, was ich mir so zurechtlege. Alle Leute werden nach der errungenschaftlichen Zeit dement und machen sich so ihr Fachwerk.